Hallo Sportsfreunde, hier ist wieder Michael Dickewitt von Muskelvideo TV. Wir sind hier bei Miss und Miss Universe in Neulastedt in Hamburg 2017. Heute ist der Wettkampf der Wettkämpfe. Das heißt, alle Klassen, die qualifizieren, es gab erst die, für die es nicht wissen, die Regionalmeisterschaften, dann die Qualifizierung für die deutsche Meisterschaft und die fünf besten aller Klassen, die sich bei der deutschen qualifiziert haben, für die Miss und Miss Universe hier in Neulastedt. Und jetzt gerade im Hintergrund seht ihr das deutsche Team gerade zum Gruppenbild aufgebaut. Es sind 30 Nationen am Start, voll Neuseeland, Südafrika, die ganzen Benelux-Länder, alles vertreten, Ukraine, Ungarn, ich brauche gar nicht alle aufzählen, 30 Nationen sind hier am Start. Genießt die Bilder, ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß dabei und ja, der Rest schaut euch selber. So, hier haben wir jetzt die erste Klasse, die jetzt startet. Das ist Bikini Shape über 30. Wir haben gerade Aufstellung genommen. Ich glaube, es sind 22 oder 23 Damen. Guckt euch hier mal an. Eine hübscher andere als die andere. Topform. Hier hast du wirklich auf der Universe, hast du wirklich nur noch die Besten aller Besten jeder Nation. Also jede Nation kann 5 Athleten bringen von den Klassen. Und ja, guckt es euch an. Von hier sind natürlich 5 mitgekommen, aber das sind wirklich die Besten jedes einzelnen Landes von 30 Nationen. So, jetzt kommen die Damen von der ersten Runde hier von der Bühne. Da wollen wir uns gleich mal unsere Deutsche schnappen, unsere Anni. Wo ist sie? Anni! Na? Also Anni gerade, erste Vergleich, die erste, die rausgerufen wurde. Ey, boah, ich weiß voll... Geil, wie fühlt sie dich? Ich weiß gar nichts. Keine Ahnung. Also du hast von Weitem, geguckt, mit am besten ausgesehen. Das muss das Ding rocken. Viel aus dem Publikum habe ich auch gehört, boah, die ist die Beste, die ist die Beste. Und als erste Vergleich die erste rausgerufen. Ey, ja, ohne Worte, oder? Ich hab keine Worte. Anni, komm, nimm einen kleinen Weihnachtsmann zum Laden. Aber die darfst du noch nicht essen, weil, also sieht gut aus, du musst Vorwahl, du musst doch mal ran nachher, würde ich sagen. Ja, ich denke. Und dann sehen wir, hoffen wir, dass du die deutsche Fahne hochhält und die beste Platzierung bekommst, diese, ja, die man sich denken kann, die bis jetzt gab. Was war die beste Platzierung im Universe letztes Jahr? Letztes Jahr war ich in den Top 10, ich glaube Platz 8 oder 9, ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe bei der Universum war ich auch schon mal auf Platz 5. Und mein Ziel für heute war ganz klar, mich wieder fürs Finale zu platzieren. Ja, und das hast du geschafft, würde ich sagen, so wie das jetzt bis jetzt ausgesehen hat. Ne? Warte mal ab, ich bin gleich mega gespannt, alle jetzt also zu allen Deutschen. Und also die beste Deutsche wirst du auf jeden Fall schon mal sein, denke ich mal. Und wir drücken dir die Daumen, dann sehen wir uns später wieder, ne, Anni? Alles klar, gerne. Danke.
Hallo. Kannst du dir mal vorstellen, wer bist du? Dustin Klein. Was machst du hier heute so Schönes? Ich bin heute DJ. Ich mache hier die ganze Musik. Ah, okay, ja. Musik gar nicht mehr auf CDs wie früher, jetzt auf Laptop alles, oder wie? Alles auf Laptop, alles mit USB-Stick, keine CDs mehr. Kann nichts mehr schiefgehen, ne? CD-Starter nicht Fall. Und so. Ja, hoffen wir mal. Viel Spaß auf jeden Fall, Leute. Dankeschön, dir auch. Danke. So, frisch von der Bühne jetzt die Mens Physik hier und die vier, die die deutsche Fahne hochgehalten haben. Stellt euch alle mal nacheinander vor, wo ihr gestartet seid, ob jetzt Süd, West, Nord oder Ost und welche Platzierung ihr hattet. Mit dir fangen wir an. Wo bist du gestartet? Ja, Düsseldorf. Rheinbach, Westdeutschland. Ja, Rheinbach-Dorsburg und dann Rheinbach. Und, Platzierung? Und dann Magdeburg. Okay. Und dann hier in Hamburg. Okay. Ja. In Magdeburg war 5. Platz, ja. Ja, okay. Und dann, ja, war ein bisschen gut, ja. Ja, war und, super. Ja, war super. Und im zweiten, ja, im zweiten Vergleich, einmal ist rausgerufen worden, ne? Zweiter Vergleich, richtig? Ja, sicher, ja. Ja, super. Also hast du schon mal gute Chancen? Und mein Name ist Hassan Majoye, doch sehr, sehr gut. Danke. Top. Und du bist der? Ja, ich bin Nathan Rock aus Walsrode. Ich bin gestartet bei der Norddeutschen, bin da Zweiter geworden. Und dann bei der Deutschen Platz 4 und heute hier in Hamburg. Okay. Ja. Bist du auch gerade rausgerufen worden? Nee, leider nicht. Ja. Ah, schade. Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Und aber trotzdem eine gute Form, ist auch schon ein Riesenkompliment, denn bei den Universe zu starten. Genau. Das also von daher alles gut. Ja. Okay, und du bist der? Frank-Martin Hesse. Ich bin gestartet in Berlin bei der Ostdeutschen, bin dort Erster geworden. Und bei der Deutschen habe ich den zweiten Platz belegt. Genau, das weiß ich auch noch. Habe ich mich selber gewertet. So, und du bist der? Dominik Rahms, hallo, servus. Ich bin süddeutscher Meister geworden dieses Jahr und bei der Deutschen letzte Woche wurde ich hinterm Frank Dritter, aber Frank sieht auch klasse aus, also von daher passt es. Ja, Moment mal, ihr seht alle geil aus, also da kommt da keine Frage, ne? Das erscheinen die Kampfrichter nachher. Und du warst beim Frank beim ersten Callout, bist du gleich als Erster auch rausgerufen worden, ja, richtig? Ja, na, ich hoffe, das hat auch was zu heißen. Ja, definitiv hat ja, das was stimmt zu heißen, ne? Und du bist auch rausgerufen worden? Leider nicht, ich habe es mir gehofft, als ich Franks Namen gehört habe, habe ich mir gedacht, ja komm, du bist hinter ihm gewesen, vielleicht ist da was drin, aber leider nicht. Majoye wurde rausgerufen, aber er sieht auch stark aus. Ja, knüppelhart. Also das ist ja mal auf dem Universe, das ist wieder andere Kampfrichter, andere Kriterien, die sehen das wieder anders von anderen Nationen. Da werden die Karten wieder komplett neu gemischt, aber trotzdem, wir dürfen gespannt bleiben. Wir drücken auf jeden Fall euch die Daumen und dann sind wir mal aufs Endergebnis gespannt nachher. Ne? Danke. So, dann genießt jetzt die Ruhe so ein bisschen. Auf jeden Fall. Alles klar, danke fürs Interview. Ne? Jawohl, perfekt.